Gefäße und ihre Inhalte zum Schutz vor Kriegen. Oh nein! Und ich dachte, ich muss den letzten Fraktionsauftrag auch noch machen. Jetzt hat Julia 2 Trophäen verpasst. Ja gut, das war so nicht geplant. Ich habe doch noch einen Fraktionsauftrag zu machen. Das war wirklich nicht so geplant. Anderen Getier bedeckt zu halten sind. Allah verfluche dich. Ihr wisst, wen ich meine. Keine Achtung für das Gesetz. Überlasst eure Waren nicht Himmel und Verwesung. Warum gibt's denn dann 11 Fraktionsaufträge, wenn man 10 machen muss? Das macht doch gar keinen Sinn. Gar keinen. Oder gibt's noch mehr? Neue Aufträge verfügbar. Oh, es gab sogar mehr als 10. Neue Aufträge verfügbar. Ja, cool. Wir holen die uns mal. Ein hungriger Bauch hat keine Ohren. Wenn es um deinen Lebensunterhalt geht, sieh auf der Tafel nach. Okay. Keine neuen Mann. Ich dachte, ich habe jetzt in jedem Bruderschaftshaus wieder neue Aufträge. Okay, es gab insgesamt noch 3 neue Aufträge. Was für eine Montur habe ich an? So, das ist schon vollständig. Komplett verbessert. Konnte ja niemand ahnen. Gut. Hier gibt es auch 2 Fertigkeitspunkte. Machen noch ein bisschen Hauptstory. Hier. Warte mal, der ist doch Sperrgebiet hier, ne? Capture Card, 2 FPS. Ich warte mal kurz, dass er sich einkriegt. Warum soll ich mich dort reinschleichen?
eigentlich? Was ist das für eine Musik? Die Postanleitung. Ich werde tun, was die Spitzel machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. So, können wir hier unseren Vogel fliegen lassen? Was denkt ihr? Rassim, du solltest eigentlich... Jetzt müssen wir lieber wieder warten. Kommt nämlich zurück. Hey, was? Was ist das mit den Waffen seit dem letzten Update, was ich gemacht habe? Die schweben immer alle. Oh, Chat, ich muss aber noch mal kurz woanders hin. Ich lasse euch kurz in dieser heiklen Situation alleine. Bin aber gleich wieder da. Nicht weglaufen.
So, wieder da. Langsam wird's warm in diesem Deckenpullover. Ah. Das sieht ja jetzt ziemlich cool aus mit den Rauchbomben. Das ist ein bisschen zu viel. Stopp, stopp, stopp. Wie komme ich hier weg? Schlecht. Eventuell. Werde ich gejagt. Aber nur eventuell. Ja. Ja, aber ich hoffe, die hören bald auf, mich zu suchen. Dann ist die Musik auch wieder weg. Rüber, Basti, wir holen uns schnell den da oben. So, einer weniger. Wieder 10 Minuten im Kampf? Nee. Nicht nochmal. Das haben wir zum Glück geschafft. Hätte ich auch keine Lust, das nochmal zu machen. Ich war hier ein bisschen übereifrig. Ich habe nicht so richtig aufgepasst. Und dann war hier unten plötzlich ein Gegner. Aber ich hab den halt nicht gesehen. Und dann ist das alles aus dem Ruder gelaufen. Und dann kam plötzlich 3 oder 4 auf einmal auf mich zu. Und das war doch ein bisschen viel. Aber jetzt wieder entspannt. Ah.
Maxim, wenn ich nach da lenke, dann sollst du auch nach da. Muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Dann suche ich mal Aribs. Brief eines Verehrers. Liebster Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und üppig. Deine Worte sind Balsam auf meiner geschundenen Seele. Bitte sag mir, dass du dasselbe fühlst. Liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und ekelhaft. Seltsamer Brief. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Ad-Talab den Garten und folgt der Maus. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Ad-Talab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Ad-Talab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Okay. Aufgabe erledigt. Baby Julia. Da hat einer ein Problem mit Smut. Ja, das gab's damals schon, wie du siehst. Also Smut an sich gab's damals schon und Menschen, die das nicht nachvollziehen können, dass man sowas auch lesen kann. Also ich muss ja auch sagen, ne, im Rahmen ist ja alles in Ordnung. Ich muss da aber auch nicht so. Ich gehe in den Garten, überreiche Ad-Talab ihren Brief und folge ihr dann. So viel davon lesen. Wir haben auch Harems und so. Wo wir letztens waren. Warst du letztes Mal da? Nee, ne? Da wurden wir nämlich von einer verarscht im Harem. Da waren ganz viele Frauen und dann. Und in einer Aufgabe waren wir in einem Badehaus. Da waren ganz viele nackige Leute. Ging schon wild her damals. Julia. Eventuell. Aber nur eventuell. Habe ich erst gerade noch eine Trophäe bekommen. Aber das wollte ich nicht. Das war so nicht geplant. Die kam einfach. Dabei wolltest du ja mit Trophäen zelebrieren und jetzt habe ich eine Trophäe bekommen, dass du schon zwei verpasst. Ich habe nämlich hier diese Nebenquests gemacht und da war vorhin, waren noch zwei übrig und dann dachte ich, okay, ich muss die zwei noch machen und dann kommt die Trophäe. Ja, nein. Ich musste nur noch eine machen und dann kam die Trophäe schon. Und dann hatte ich plötzlich wieder neue Aufträge verfügbar. Ja. Aber Julia, wir machen auf jeden Fall heute die Trophäe hier. Mit 2007 Dirham. Und wir kämpfen dann gegen Shakira. Das ist ja mein Ziel heute. Schon zwei, ja, ich habe die eine Trophäe geholt beim Munadi, dass er mich von meinem Verfolgungsstatus befreit, also von meiner Fahndungsstufe quasi. Das musste man ja dreimal machen. Und eben die mit den Nebenquests. Spiel das Spiel bis zum Ende und dir sei deine Sünde vergeben. Wie gnädig, mein Herr. Ja, wir spielen das definitiv im Stream zu Ende. Und wie gesagt, ich werde auch die Platin mit euch machen. Vielleicht nicht im Hauptstream hier,
Vielleicht halt auch mal spontan mit einem Sofa streamen, einem kurzen, falls ich mal abends nach der Arbeit Lust habe. Oh, ich brauche echt eine neue Capture Card. Also ich merke, dass gerade bei dem Spiel ist die echt am... am Sterben. Ich weiß übrigens nicht, wo der das hinspeichert. Auf jeden Fall nicht auf meine Konsole. Kann ich das hier auch irgendwie... Nee, ich kann... Ah, so könnte ich machen. Der Adler. Ja, der muss mit drauf. Ich weiß nicht, ob das Enkidu ist. Aber auf jeden Fall ein Vogel. Ich bestehe auf Frau. Okay. Herrin. Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Platin mit euch machen. Vielleicht auch halt wirklich so abends mal ganz gemütlich immer mal ein bisschen direkt vom Sofa aus. Ja, weil wenn wir die Story durch haben, werde ich die Konsole... Gehen erstmal zuhören, würde ich sagen. Ich bade in der Blut. Weißt du, wie die also wenn ich die Story durch habe, baue ich die Konsole wieder rüber in mein Wohnzimmer, weil ich habe jetzt wieder ganz viele Spiele, die ich spielen kann. Komm, mein Nest, seist du Meer, Wüste, Kobra, Taube, in jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Die sah von weitem jünger aus. Sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arib. Wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Nein! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Och nee!